Vor einigen Jahren veröffentlichten die kanadischen Behörden ein hochinteressantes Funkgespräch, was mitgeschnitten worden ist zwischen einem amerikanischen Kriegsschiff und einer kanadischen Institution. Es kam da zu einem etwas stressigen Funkkontakt und die Kanadier konnten sich das Schmunzeln wohl nicht ganz verkneifen und haben das publik gemacht. Das war also folgendermaßen. Amerikaner, bitte ändern Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin der Kanadier, ich empfehle, Sie ändern Ihren Kurs 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Amerikaner, dies ist der Captain eines Schiffes der US-Marine. Ich sage noch einmal, ändern Sie Ihren Kurs. Der Kanadier, nein. Ich sage auch noch einmal, ändern Sie Ihren Kurs. Amerikaner, dies ist der Flugzeugträger USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff in der Atlantikflotte der Vereinigten Staaten. Wir werden von 3 Zerstörern, 3 Kreuzern und mehreren Hilfsschiffen begleitet. Ich verlange, dass Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, das ist 1,5 Grad nach Norden, ändern. Oder es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Kurze Pause. Dann der Kanadier. Hier ist ein Leuchtturm. Sie sind dran. Weißt du, was ich bei diesem Funkgespräch unglaublich interessant finde? Der Leuchtturm stand auf einem Felsen. Unverrückbar. Da kam eine gewaltige, durchaus kraftvolle Macht, sag ich mal, in seine Nähe. Aber er stand auf einem unverrückbaren Felsen. Und er wusste, das, was ihm da entgegenkommt, muss weichen. Weil er kann nicht weichen. Das ist für mich zu einem Bild geworden, wenn wir auf dem Felsen Jesus Christus stehen. Völlig unverrückbar. Wir stehen darauf und egal, was kommen mag, egal, was da an vielleicht noch so mächtigem Getöse auf uns zurollt, wir können völlig entspannt sein. Wir wissen, diesen Felsen wird nichts, auch nur einen Millimeter bewegen. Alles muss weichen. Vielleicht hast du manchmal Angst, wenn die Macht des Feindes sich so drohend gebärdet und die Dinge so schwierig und gefährlich aussehen. Ich sage dir eins, wenn du auf dem Felsen Jesus Christus stehst, dann kann die Brandung sein, wie sie will, und dann kann da draußen sonst was sich aufbauen. Nichts kann dafür sorgen, dass du deinen Fleck verlassen musst. Nichts kann gegen das ankommen. Stell dich auf Jesus Christus, bau dein Haus, dein Lebenshaus auf ihm, dem Felsen. Und egal, was immer geschieht, du weißt, du hast einen unverrückbaren Grund. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.